Wir sind, ja, unsere Mitte ist leer, aber nicht lange, ne? Nicht mehr lange. Wir haben Zuwachs hier. Ja. Auf der Couch. Hier geht's immer weiter. Ja. Und zwar, bitte. Bitte fang du an. Okay. wir haben als Gast jetzt Baro da. Komm auch gerne einfach zu uns, ja, in unsere Mitte. Ja, hier. Hi. Hi, Nina. Hey, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns. Ich bin Sivi. Hi. Komm in unsere Mitte. Danke. Das ist für dich. Du bist YouTuber und Streamer und Influencer, alles miteinander. Streamer kann man jetzt nicht so. Wir haben gesehen, dass du einen Twitch-Account hast. Ja, ich habe mal eine Zeit lang versucht zu streamen, aber ich bin echt nicht so der Live-Entertainer. Aber da hast du du machst das gut Follower. Hier. Wir sind ja jetzt auf Twitch, das ist ja quasi Neuland für dich, fast schon sagen. Und beschäftigt sich viel mit dem Thema Film und Anime und macht auch viele Sketche und so weiter. Ja. Voll cool. Was ist dein Lieblingsanime? Schwer zu sagen. Ich glaube, momentan ist es Ranking of Kings, falls das einer von euch kennt. Ich kenn's nicht. Ich bin auch nicht mein Spezialgebiet. Ganz ehrlich. Aber worum geht's da? Da geht's pitchst uns doch mal, vielleicht werden wir Fan. Also, es geht um so ein taubes kleines Kind, was halt quasi bald ein König sein will, aber dadurch, dass er taub ist, glauben halt viele daran, dass er es nicht wird. Mhm. Und er beweist es halt den allen. Richtig gut. Ja, das ist so eine coole Underdog-Story. Nach einer süßen Story an. Ja, voll. Es ist voll cute. Ich muss wirklich Anime mal auschecken. Vor allem jetzt auch. Ich kann mir vorstellen, dass das was für dich wäre. So. Du bist auch so ein. Das ist jetzt gemeint, vielleicht für FachkennerInnen, wenn ich die Sachen in einen Topf werfe. Aber du bist so eine Fantasy-Maus. Vielleicht ist das irgendwie. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das was für dich wäre. Hast du noch nie ein Anime geschaut? Oder? Nee, tatsächlich. Irgendwie hat mich das bis jetzt noch nicht so ganz angelacht. Also jetzt die ganze Werbung für One Piece und so. Dann tatsächlich schon. Aber bis jetzt war ich da noch nicht ganz dabei im Game. Krass, also, okay. Und das ist dein Anime? Oh, ich habe überhaupt keine Erfahrung für Anime. Ich habe nie irgendwas geschaut. Was catcht uns? Boah, beste Einsteiger. Sailor Moon wird hier hinten gesagt. Ja, okay, also so Oldschool-Sachen, Sailor Moon, Dragon Ball. Ja. Ich weiß nicht. Anime ist schon sehr speziell. Versuchst du einfach mit den neuen, die gerade super beliebt sind, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Okay. One Piece. Davon du hast schon gesagt, du beschäftigst dich voll mit dem Thema Film, was wir neulich von dir gesehen haben. Ist ein Projekt von dir, wo du eine Szene aus einem Film, Nackt in Berlin oder Serie ist das, oder? Genau, das ist eine Serie. Genau. Die hast du nachgedreht. Eine kleine Szene. Genau, eine Szene hast du nachgedreht. Und was interessant war, ist, dass da das Budget für deinen Nachdreh so viel kleiner war als bei der Serie in echt. Mhm. Wie hast du das angestellt? Wo ist denn das? Machen diese FilmproduzentInnen und so, die Produktionsfirmen, geben die zu viel Geld aus? Wo können die ansparen? Nee, also ich glaube nicht, dass man zu viel Geld ausgeben kann. Also es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein toller Satz. Das ist auch meine Philosophie. Geld raus. Also es ist ja irgendwo so, für das Projekt habe ich jetzt quasi 7 Leute gehabt, die quasi for free für mich gearbeitet haben. Mhm. Und das funktioniert halt nur, wenn du halt Freunde hast, die halt Bock haben, das zu machen und die irgendwie an das Projekt glauben und solche Sachen. Mhm. Und wenn du eine Serie machst, dann kannst du Leute nicht for free für dich arbeiten. Ne? Das stimmt. Es ist auch so viel mehr Arbeit mit der Art und Weise, wie wir drangegangen sind. Ja. Und es ist auch ein Problem in der Medienbranche, dass zu viele Leute for free arbeiten. Ja. Oder schlecht bezahlt werden. Ja, schlecht bezahlt werden, eventuell, ja, genau. Aber und das ist natürlich auch viele Freizeitstunden, so wenn man zum Beispiel, also wenn das jetzt nicht nur Journalismus, sondern auch Medien, aber wenn man natürlich groß werden möchte auf Social Media, so muss man voll viel Freizeitarbeit stecken natürlich in seinen eigenen Account. Und das, voll. Und das ist gut, dass die Leute bezahlt werden. Ja. Was uns natürlich aber auch aufgefallen ist, dass du ja jetzt dann davor länger jetzt erstmal nicht gepostet hast. Also du warst ja ungefähr ein Jahr, vielleicht ja so irgendwie 2 Jahre ein bisschen weg vom Fenster. Ja. Was war da los, wenn wir so fragen dürfen? Huh! Es ist schwer zu sagen. Also es ist halt ziemlich viel, was da passiert ist. Natürlich auch wegen der Pandemie. Mhm. Ne? Konnte man einfach nicht mehr viel produzieren. Mhm. Aber auch, ich war mir einfach selber nicht mehr sicher, so in welche Richtung ich gehen wollte mit den Videos, die ich machen will. Ja. Und weil dadurch, dass ich halt auch irgendwie Indie-Filmmaker bin und quasi aus dem Film- und Fernsehbereich komme, schlägt das Herz natürlich auch dafür, so hochwertige Produktionen zu machen. Und bei YouTube ist Regelmäßigkeit auf jeden Fall angesagt. Und wenn du jede Woche halt ein Video rausballern musst, kannst du halt nicht
immer so eine bestimmte Qualität liefern, die du vielleicht ja. haben willst. Mhm. Und deswegen hat mich das so ein bisschen fertig gemacht und deswegen musste ich darüber nachdenken. Mhm. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, habe angefangen halt viel Freelance hinter TV, hinter Werbespots mhm. oder sowas zu arbeiten. Mhm. Jetzt bald für eine Amazon Prime Serie habe ich zum Beispiel auch VFX-Sachen jetzt zum Beispiel gemacht. Okay. Jetzt bald rauskommen und solche Sachen. Und ja, jetzt habe ich angefangen wieder YouTube. Also aber cool und wichtig, dass dein Herz irgendwie dranhängt an deine eigene Produktion. Und das ist dann auch wichtig, dass man sich wohlfühlt mit seinen Sachen. Ja, voll, voll. Ich glaube, jeder YouTuber wird das haben. So, mhm. am Anfang ist es halt immer so, man fängt dann damit an und dann bekommt man halt diesen ganzen Adrenalinkick und diese Euphorie, wenn du ja. siehst halt so, wie viele Leute halt deine Projekte mhm. feiern, etc. Aber irgendwo, gerade als Künstler, hast du dann auch irgendwie den Anspruch, dass du nicht nur das machen willst, weil ja. im Endeffekt ist es einfach, also was heißt, ist es einfach, aber irgendwo kann man sich, weiß man so, okay, wenn du viele Views machen willst, dann machst du halt diese Projekte. Ich könnte ja. jetzt Fortnite Dance in Real Life machen und sowas, mhm. alles in der Richtung und dann, klar, paar Millionen. Aber irgendwo ist es dann etwas, was das befriedigt einem dann auch nicht. Mhm. So, jedenfalls nicht für mich. Vielleicht ja. gibt es einfach Leute, die haben halt einfach mehr Bock, in so eine Richtung zu ja. gehen. Und ich habe halt früher einfach super viel experimentiert und deswegen dachte ich so, okay, ich müsste mich jetzt auch mal für eine Richtung entscheiden, in die ich gehe. Und mein mhm. Channel ist halt auch, wenn man sich meinen Channel anschaut, so super durcheinander. So, ich habe mal das gemacht. Es gibt mal viele Sachen, genau. Ja, ja, genau. Ist mir auch aufgefallen. Aber wenn du jetzt sagst, also du möchtest ja jetzt wieder regelmäßig posten, so wie ich das verstanden habe. Genau. Wohin soll es denn gehen? Hab irgendwelche Projekte, auf die du dich jetzt besonders freust? Oder? Ja, also ich will auf jeden Fall mehr auf jeden Fall diesen künstlerischen Anspruch haben. Ich mache ja mhm. jetzt alle 2 Wochen nur ein Video, genau. was eigentlich auch super tight ist, aber dass wir so ein bisschen so vorproduziert haben, geht das so ein bisschen. Mhm. Und ich will mehr auf jeden Fall in so eine filmische Nische gehen. Ich mhm. weiß, das ist gerade in Deutschland so ein Ding, so es schauen sich vielleicht nicht so viele Leute an, aber ich habe irgendwie vor, das als ein bisschen aufzubauen, dass sich da so ein bisschen eine Community bildet, mhm. die sich Filme halt auch interessiert ist, oder? Die Filme interessiert sind, die also so ein bisschen mehr Cinematic, Sketche mhm. so cool finden, so mhm. selbst wenn es jetzt nicht unbedingt ein Musikvideo ist oder wenn da nicht unbedingt irgendwelche krassen Stars drin sind oder andere YouTuber oder Cameos etc. Und ja. Dann vor allem auf die kreative Schiene ja, jetzt genau, nochmal genau. setzen. Dass die Leute einfach denken so, okay, das ist cool erzählt, das ist cool umgesetzt, darauf habe ich halt Bock. Und es gibt ja gerade international so eine große Audience dafür, gerade wenn man so Channels anschaut wie Corridor Digital oder Was macht der da? Ich kenne das nicht. Corridor Digital? Ja, ja. Oh, das ist ein super großer Channel. Das sind eigentlich VFX-Artists. Mhm. Und die machen so Sachen wie so Anime, Rock, Paper, Scissors oder mhm. Also auch Kurzfilme mhm. und mit super viel Special Effects einfach. Auch cool, wenn das ein wachsender Markt ist, wenn die Leute wieder Lust haben auf kreative Filme oder für was du gesagt hast, dass das irgendwie cinematografischer ist, dass irgendwie mehr künstlerischen Anspruch hat. Voll schön. Cool. Wir wollen mit dir ein Spiel spielen. Es ist ja. richtig schwierig, in der Medienbranche den Überblick zu behalten. Gerade bei Menschen oder Promis, die nicht ganz unsere Generation sind. Deswegen spielen wir mit dir Tot oder Lebendig. ein morbider Name. Okay. Gibt es diesen Künstler noch? Oder, sind diese Menschen noch am Leben oder nicht? Das ist kennen wir die überhaupt? Nein, wirklich solche Sachen? Oh, scheiße, Alter. Kennen wir die überhaupt? Ich kenne mich mit Namen so schlecht aus und ja. auch mit Leuten. Ich es ist schwierig. Können wir denn die Folien auf den Fernseher bekommen oder für die Leute zu Hause, so. Die mitkriegen haben? Oder, ja, wir würden nämlich ist einmal das hier so? Noch ja, da. Jetzt sind wir Hallo. Da. Ah, okay, wir sehen auch ein Bild. Genau. Okay, das ist gut. Ah, ich hätte natürlich vorher, das tut mir leid, dass ich das natürlich vor auf zeigen gehen müssen. No stress. Ich kann da jetzt solange es geht. Ah. Simon, bitte komm und wir hilf brauchen uns. Wieder Hilfe. Technical problem. Danke, Simon. Man kennt's, ne? Weil ich kann es keinen Knopf drücken. Aha, das war sehr leicht. Okay, danke, Simon. Scharkan. Okay. Bei mir klingelt kennt nur ein einer? Bisschen was. Ja? Ja, du kennst ihn. Ich habe früher so viele Bollywood-Filme von ihm gesehen. Ich wollte sagen, ne? Bollywood-Schauspieler. Yes. Aber... Was für Filme hat er mitgespielt? Oder was war dein Lieblingsfilm für ihn? Boah, ich kenne die Namen auch nicht auswendig, aber die liefen damals auf RTL 2 und dann dachte ich so, boah, okay. Die sind aber auch immer, die sind ja immer so krass romantisch und dann wird immer viel getanzt und dann ja. immer so Drama. Ich finde es toll. Das ist jetzt ist die richtige Zeit, sowas wieder anzuschauen. So im Herbst, so ein kuschelt in seinem Bett, kann man dann so Bollywood-Filme schauen. Ich bin voll. Ready. Okay, ich glaube, Scharkan lebt noch. Ihm geht's gut. Er schaut jung aus. Ja, so jung jetzt auch nicht, ne?
Nee, aber er schaut noch. Aber er, also er schaut jetzt auch nicht wirklich fit aus. Wenn ich, sieht gut gebräunt aus, durchtrainiert. Ich habe das Gefühl, der hält sich fit. Ich habe das Gefühl, das ist jemand, der gibt auf sich Acht und ich auf sich und seinen Körper. Ja, voll. Ihm geht's gut. Okay. Deswegen sage ich auch, er ist noch am Leben. Sehen wir jetzt auch vielleicht? Er ist lebendig. Ja, das freut uns für ihn. Ja, ich wollte sagen, ne, wenn das rauskommt, die Leute sind. Der Typ ist wirklich voll fit. Also ich glaube, der ist super alt, aber der ist super fit. Er macht noch Actionfilme und so ein Stuff jetzt. Ah, ist auch Action-Schauspieler? Ja, im Bollywood-Film geht es auch manchmal ein bisschen ab. Ja, ich weiß halt nicht so, ob der jetzt ein Stunt-Double hat oder nicht, was er selber macht, aber wir gehen schon krass. Ich finde es immer beeindruckend, wenn die Leute so viel selber machen. Das finde ich krass. Also, ja. Ich habe tatsächlich auch ein Stunt-Double für Moderation, genau, im Radio. Der macht dann die gefährlichen Laute. Der macht dann immer, wenn ich Zungenbrecher machen muss, dann macht der das. Dein Stunt-Double. Wir gehen weiter zu Mario Adorf. Oh, ich liebe diesen Mann. Kennt ihr diese Szene? Oh, ich kenne ihn eigentlich nicht so genau. Aber ich kennt ihr die eine Szene aus Irgendwas Royal, ich glaube, so eine Serie oder so. Nein. Das ist irgendwie, da spricht er in seinem Dialekt. Oh, können wir die eigentlich angucken? Nee. Das wäre so cool. Das ist so eine Szene, wo er jemanden überredet, dass er für ihn arbeiten soll. Und dann sagt er so, ich gebe dir alles, all mein Geld, ich werf dich zu mit deinem Geld, ich schicke dir die erste Rolex, die lehnst du noch ab, ich schicke dir die zweite Rolex, die lehnst du auch noch ab und die dritte, da bist du schwach, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, das ist ganz Aber du kennst den Namen vom Film gerade nicht? Irgendwas mit Royal, glaube ich. Weiß jemand von uns hinten in der Crew? Nee. Ist fantastisch, ich liebe diese Szene. Super okay. Lustig. Aber mir sagt der gute Mann tatsächlich nichts. Dir? Ich habe tatsächlich, er ist Schauspieler. Ja. Das hätte ich jetzt vielleicht sogar noch gedacht, dass er Schauspieler ist. Sorry. Ja, also ich glaube, dass ich habe keine Todesmeldung im Kopf. Ich glaube, ich habe keine gehört. Aber wobei, irgendwas klingelt gerade. Ich glaube, ich habe diese Szene nämlich nochmal im Fernsehen irgendwann gesehen. Ich würde sagen, Entschuldigung, aber der Herr ist ja schon ein bisschen älter. Aber ich muss auch guessen, aber ich würde sagen, lebendig. Ich würde sagen, er ist Ich habe sie nicht konkret im Kopf, aber habe ich gerade im Kopf, dass ich die Szene nochmal gehört habe in irgendeinem Abschiedsbeitrag. Von der Tagesschau. Aber die Sache ist, ich kann nicht sagen, so der ist tot, das ist so makaber, sowas zu sagen. Nein, es tut uns leid. Es tut uns leid. Du kannst uns ja so Codewords geben, sowieso. Ich glaube, er steht nicht mehr ganz im Saft. Oder irgendwie sowas. Okay, dann schauen wir Lys mal auf. Warte, ich muss noch einen Guess abgeben, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist auch noch lebendig. Ich glaube, ich bilde mir das ein mit dem. Bitte. Lebendig. Ja. Upsi. Ja, ich hab's mir eingebildet. Auch darüber sind wir sehr froh. Ja, wir freuen uns für ihn. Maggie Smith lebt ja wohl noch. Also. Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, da habe ich was gehört. Ich glaube, sie ist nicht mehr lebendig. Oh Gott. Also ich finde sie toll. Sie ist eine super Schauspielerin. Genius. Sie war eine super McGonagall. Ja, sie war toll in Harry Potter, aber auch so ist sie eigentlich echt stark. Ich finde sie sehr cool. Aber... Ich glaube, es wird Zeit für unsere erste tote Person. Nein. Ich glaube, dass ich meine auch, ich habe da was gehört. Freunde, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein, ja, Gott sei Dank. Ich sag doch, das hätte man mitbekommen. Sie hätte einen Abschiedsbeitrag in der Tagesschau gekriegt, auf jeden Fall. Ja, wir schauen auch nicht jeden Tag Tagesschau. Ich schaue jeden Tag Tagesschau. Entschuldigung, aber. Entschuldigung. 20 Uhr ist mein Timeslot. Ich habe schon oft mit dir um 20 Uhr was anderes gemacht. Ja, der gute Herr ist neulich gestorben. Oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Warte mal, ich kenne den wieder nicht. Hilf mir mal. Also es ist halt Dumbledore, deswegen kenne ich ihn. Okay, ja, ich bin... Und ich habe halt nur die ganze Zeit auf Twitter irgendwie gesehen, so Rest in Peace, Dumbledore. Und ich war so, es gab... Sean Connery. Zwei. Ja, ich meine schon. Es gab mehrere Schauspieler, ne? Ja. Die ihn gespielt... Also es gab halt... Ja. Im ersten Teil war es ein anderer Schauspieler. Ah, okay. Vielleicht sind sie beide gestorben. Scheiße. Kann auch sein. Okay, also ihr sagt tot... Ja, ich halte mal dagegen. Und sag, ich will lebendig sagen. Ich sag lebendig. Tot. Okay, schade. Sean Connery. Das ist so lustig. Ich habe gerade als dummen Witz, weil du hast gesagt schon. Ich habe gesagt Sean Connery. Richtig, richtig unlustig. Aber da ist er. Er hat ein cooles Hemd an. Orange steht ihm. Ich finde auch, dass Orange eine gute Farbe für ihn ist. Ich finde sowieso, wenn die Leute mal ein bisschen was Cooles im Anzug tragen, ist ja... Wird. Ja, ne? Ja, steht auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, dass ihm steht. Er sieht auch ein bisschen aus, ist ein bisschen gemein. Also, so ist nicht gemeint. Aber er sieht für mich ein bisschen aus wie ein FIFA-Funktionär. Ja, stimmt. Es könnte auch irgendwie ein Fußballfeld sein, gerade. Ne? Ja, weil FIFA ist gar kein Stress. Und er hat so ein ich glaube auch wegen des Schottland-Emblems da. Deswegen, ist die FIFA, ne? Naja, aber dass du so deine Nationalflagge dran hast, ist für mich so, entweder du bist Björn Hockey und in der Talkshow zu Gast, oder du bist ein FIFA-Funktionär, der halt auch gerade sein Land unterstützt. Tot oder lebendig? Ich glaube, ich habe was gehört. Lebendig. Tot. Was? Okay. Echt? Ich dachte, ihm geht's auch
ich weiß nicht. Okay, ihr sagt lebendig. Ich glaube, er ist tot. Ja. Ui, 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 oh Gott, oh Gott. Ich dachte irgendwie, man hätte vielleicht extra so ein Bild genommen. So. Ah, mhm. Mhm. Du meinst, also um dich auf die falsche Fährte zu... Ja, weil er nicht so gut aussieht gerade. Das wollte ich auch nicht. So ist nicht gemeint. Nein, nein, nein. Ey, das Hemd ist toll. Ja, eben. Also, tot oder lebendig, Charlie Sheen. Ja, das hätten wir ja wohl gehört, oder? Wenn Charlie in seiner, in der Serie, in der er mitgespielt hat, war er sehr oft dann, war er erst tot und dann war, glaube ich, die letzte Szene im Staffelfinale, dass er doch lebendig war. Welche Serie? Ja, Two and a Half Men, die schreckliche. So. Aber ja. Wie steht ihr zu Two and a Half Men? Furchtbar, natürlich. Ja, ich habe sie mal nebenbei geschaut. So. Es war nie so, dass ich dachte so, boah, okay, ja, das... Ich weiß nur, das war einfach die Serie, die halt so, wenn man früher noch Fernsehen geguckt hat, und dann schaust du halt auf ProSieben und es lief immer... Ja, genau, sie hat drei Serien und sie zieht es durch. Und ich fand es nie lustig, ich habe es nie verstanden. Aber Charlie geht es ja wohl gut. Ja, aber Humor ist ja auch subjektiv. Ne? Jeder hat schon was anderes. Voll. Aber manchmal hört es dann auf. Ne? Ja. Also, uiuiui. Ja, also ich glaube auch, dass er noch lebendig ist tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, er bewegt sich schon. Also er hat, ich glaube, der führt schon einen exzessiven Lebensstil. Er also sieht wer ein weiß, bisschen wie lange es noch geht, aber ich glaube, er ist lebendig. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie so ein Mafia-Boss auf dem Bild. Weißt du, so schwarze Sonnenbrille, echt? Sein Anzug. Aber jemand, bei dem man sich irgendwie wohlfühlt oder so. Findest du? Ja, so ein sensibler Mafia-Boss. Mafia-Daddy oder so. Mafia-Daddy. Kann sein. Also wir sagen, er lebt noch. Ja. Das ist richtig. Ja, Gott sei Dank. Hier. Gott sei Dank. Haben wir noch jemanden? Wir haben noch eine Menge. Clint Eastwood. Clint Eastwood? Boah. Scheiße. Ich bin nicht sicher. Kann hinten jemand ein Zeichen geben? Spaß. Nein. Hilft uns in diesem Spiel. Ich glaube... Ich glaube lebendig. Ich glaube auch. Ja. Ja, ich hoffe lebendig. Also es sieht selbstverständlich nicht gut aus gerade. Also das Bild macht sich halt gerade Sorgen. Ja, aber also ich würde halt sagen, wir Menschen werden einfach, wenn sie älter werden, dann sehen sie halt alle nicht mehr so. Nein, also ich meine, er guckt halt auch sehr besorgt, finde ich. Er guckt sehr besorgt. Als gäbe es halt irgendein Problem gerade am Horizont. Also er ist so, Krebs, ich? So. Nein, ich finde, er sieht sehr nachdenklich aus. Vielleicht schaut er gerade einen neuen Film, wo er selber mitspielt. Das kann sein. Ich meine auch, ja. Also er ist kritisch gegenüber seiner eigenen Performance. Oder ja, der Performance von den anderen Schauspielern. Das kann sein. Er spielt auch immer so ein Grumpy Dude, ne? So, wenn er in seinem Film. Stimmt, ihr habt recht. Vielleicht ja, kann, gute Argumentation. Ich würde jetzt trotzdem davon ausgehen, dass er vielleicht doch tot ist. Was sagst du? Ey, das ist so schlimm. Ich oh nein. Das falsche so Spiel ausgesucht hier. Ich sag auch, ihm geht's gut. Ja, hey. Aber da fällt einem wieder auf, wie viel man einfach nicht genau sagen kann. Wenn einer das dann konkret wissen will, ist man so, eigentlich weiß ich wirklich nicht. Ja, voll. Naja. Auf welches Panel geht's für dich gleich? Oder wirst du dir was anschauen? Wirst du irgendwo? Ja, ich werde mir auf jeden Fall was anschauen heute. Mhm. Also Panel-Talk habe ich morgen erst. Mhm. Deswegen werde ich hier rumschauen. Und da geht's um Film? Genau, da geht es um Filmserien. Oder? Nee. Ah, okay. Filme oder Serien, so was gerade momentan besser, mehr dominiert oder und? Was besser ist. Was dominiert? Also, boah, schwer zu sagen. Also ich glaube, Serien sind gerade dabei, viel populärer zu sein als Filme, weil, keine Ahnung, Kinogänger gehen halt zurück. So. Ja. Was ist für dich persönlich? Was schaust du lieber? So ein 3-Stunden-Film oder die Serie, die dann... Also, wenn man nicht viel Zeit hat, sind Filme natürlich geil. Mhm. Also, ne? Und ich liebe es, wenn man in kurzer Zeit hat, es schafft, eine compelling Story zu machen. Ja, das finde ich auch. Ich finde es viel reizvoller, wenn eine Geschichte ein Ende hat. Also, stimmt. Also, es ist gibt ja Serien, die gehen ja so 5 Staffeln genau, oder so. Genau, es ist darauf ausgelegt, immer weiterzugehen. Und das finde ich manchmal schade, weil so eine schön in sich abgerundete Geschichte... die auch mit dem Gedanken erzählt wird, dass sie irgendwann zu Ende ist, finde ich viel schöner. Also klar, das echte Leben ist wahrscheinlich eher eine Serie. Es geht irgendwie immer weiter, bis man irgendwann Judi Dench ist. Und vielleicht tot, ich weiß nicht genau. Aber ich mag das an einem künstlerischen Medium wie Film, dass es halt auch so erzählt ist, dass irgendwann zu Ende ist. Ja, voll. Und du bist ja auch ein Film, also du kreierst ja selber eher Filme. Also, ja, Kurzfilme, also Kurzfilme natürlich, halt. Ja, Videos. Genau. Noch kürzer. Hast du schon mal eine Serie probiert? Hattest du schon mal den Gedanken, das auszuprobieren? Ja, wir hatten mal, also es gibt ein Video damals, was ich mit meinem Kumpel John auf dem Channel Nuketown Monkeys gemacht habe, das heißt Items. Mhm. Und wir haben das einfach
aus Spaß Episode 1 genannt. Und seitdem sind alle Six, so, sieben sind kommt Episode 2, man kennt Episode 2. Also selbst heute noch sehe ich manche Kommentare, iTunes Episode 2. Und, das ist ein Running Gag wahrscheinlich geworden. Ja, voll. Also tatsächlich haben wir uns letztes Jahr rangewagt, quasi ein Konzept für iTunes aufzustellen und es zu pitchen und auch quasi einen Trailer abgedreht, der gerade immer noch in der Post-Pro ist. Und ja, es ist auf jeden Fall hart, es ist schwer, weil nochmal eine längere Geschichte zu erzählen, da gehört noch so viel mehr dazu. Und, Aber können sich dann die Leute auf was freuen, dass da vielleicht Items 2 dann kommt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Projekt, das werden wir auf jeden Fall noch, sind wir noch gut dran auf jeden Fall. Aber es wird halt dauern. Also es ist meistens immer so, also man hört auch wie bei Stranger Things oder bei Squid Games. Das hat ja auch alles 10 Jahre gebraucht, bis es überhaupt zustande kam. Ne? Schon krass, ne? Ja. Wahnsinn. Wir freuen uns dann auch auf Items 3, jetzt wird geheiratet. Das kann doch nicht mit Teil 2. Ja, aber auf Teil 2, der heißt dann Die Rückkehr. Oder? Die Rückkehr. Wir sind zurück. Okay, wir machen weiter mit Judi Dench. Die hat bei James Bond mitgespielt, oder? Die war doch M. Ja, genau. Da ist sie als M auf jeden Fall gestorben. Aber als Person, als Schauspielerin, glaube ich, lebt sie noch. Ab Skyfall ist sie, glaube ich, als sie sich verabschiedet, oder? Oder schon ist danach? Genau, das ist ja Spoiler. Oh shit, es tut mir leid, Leute. Ja, das ist geil, voll. Der Film ist 10 Jahre alt, das ist in Ordnung, glaube ich. Ja. Aber schaut ruhig an, so jetzt wisst ihr, wie es ausgeht. Genau, Judi Dench, ich glaube, sie lebt noch. Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Lebendig. Ja, gut für sie. Cody Walker, ne? Den kenne ich nicht. Was ist das? Was? Das ist Popkultur-Sebi. Ich habe noch nicht Fast and Furious geschaut. Also, aber lustig, dass du, die gerade bei Mario Kart so verloren hat, Fast and Furious-Fan bist. Das heißt, du weißt doch Bescheid. Dass es um Autos geht, weiß ich. So. Ja. Aber also, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Fast and Furious wirklich geguckt. Ah. Aber man kennt du halt das ja mit Walker, oder? Ja. Hast du Fast and Furious geschaut? Alle, wie viele Teile gibt es? 14? 7, ich 8. Keine Ahnung, ich habe bis 5 oder 6 oder so geschaut. Ich fand die bis dahin noch ganz gut. Ja? Geil. Und dann wurde es ein bisschen zu... Bisschen zu slow, slow and unfurious. Nee, slow ein and boring. Weil dann der siebte Teil, dass sie den so genannt haben, fand ich auch komisch. Slow and boring, schlechter Filmtitel. Irgendwann ging es mit so Autos in Space und sowas in Richtung. Also ich wüsste nicht, warum der tot sein sollte. Doch, so. Cody Walker. Höchstens Autounfall. Aber oh Gott, ja, okay. Also Cody Walker geht's nicht mehr. Okay, ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich sage einfach, er ist lebendig. Nein. Ah, Hey, warte mal, verwechsel ich ihn gerade so? Welchen haben wir denn für gemeint? Da gab es doch auch einen. Ja. Upsi. Oh, jetzt haben wir uns blendet. Ja, schau, er fährt schnell, aber er fährt sicher. Naja, so wie Thorsten Spiegel gerade eben. Stimmt. Boah, wir wurden gerade wirklich bei Mario Kart von jemand, der deutlich älter ist als uns. Nein, nicht deutlich. Ein bisschen. Warte mal. Der Mann. Wir wurden vom Präsident der Bayerischen Landesreife für neue Medien bei Mario Kart abgezogen. Oh. Das schreibe ich jetzt so in meine Bio. Und er hat uns, also er war wirklich konstant Erster in allen drei Spielen. Nein, im ersten war ich Erster noch, da war er Zweiter und dann ist er zweimal Erster geworden und ich Siebter. So, also er hat gewonnen. Ja, also ich war ganz weg vom Fenster, man sagt, ehrlich. Aber er hat zu uns auch gemeint, und das fand ich dann sehr nett von ihm, wir haben ihm ja Fragen gestellt und uns darauf konzentriert. Deswegen nicht so. Ich lasse die Ausrede kein bisschen gelten. Aber er musste die beantworten, deswegen. Ja, aber er hat auch alle falsch beantwortet. Ich habe gesagt, er meinte das nicht so schwer. Okay, ja. Wir haben mit ihm Führerscheinprüfung gemacht. Die theoretische hat er nicht bestanden, aber die praktische. Praktisch war gar nicht schlecht. Wir haben Angela Lansbury, die ich nicht kenne. Wo hat die mitgespielt? Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Die sieht ein bisschen aus wie Maggie Smith, oder? Ich liebe das grüne Jackett. Sieht toll aus. Und die Frisur auch. Sie ist richtig schick. Ja, und ich finde, sie sieht zwar ein bisschen älter, aber noch fit aus. Ja, komm, voll. Ich finde, gut. Es ist ein bisschen auch ein Beerdigungsoutfit, aber ein sehr schickes. Was? Aber ich finde, sie lebt noch. Also ich würde sie wirklich gönnen. Nein, also schick halt für die Beerdigung. Ach so. Okay. Von jemand anderem. Für deine eigenen, dachte ich halt. Ach so. So würde ich in einem Sarg liegen. Stell dir das mal so vor. Tot. Schade. Du würdest doch hier mit deinem Pummel-T-Shirt in deinem Sarg. Pummel-Kritik. Ja, aber heute kommt der Pummel-Film raus. Also, es gibt eine neue, ich weiß nicht, ob du Pummel mal geschaut hast oder kennst. Ich kenne es, aber ich habe es nie geschaut. Ah, okay. Ja, also, ich bin damit aufgewachsen. Und Pumuckl ist so eine Serie aus den 80ern, mit Zeichentrick, genau. Ich weiß tatsächlich, Genau, sorry. Aber das ist halt so, ich kenne super viel, wenn es zum Beispiel auch um Ernie und Bert oder sowas geht. Mhm. Ich kenne sie auch, aber ich war nie so... Die sind auch da auf dem Medientag. Ja, voll. Aber ich bin nie so
boah, voll krass, ich bin halt nicht so krass damit aufgewachsen. Mhm. Ich hab die nur nebenbei gesehen und gedacht so, okay. Pumuckl ist ja auch so ein bisschen so ein Münchner Ding. Also genau. Es spielt ja auch in München, wir kommen beide hierher. Ja. So. Das ist irgendwie eine Heimat- und Familiensache. Ah, okay. Und der ist halt super süß und die Geschichten sind auch voll gut. Und ich liebe die. Und deswegen für mich so Kindheit-Ding. Und es ist in den 80ern ja entstanden. Ja. Als so Zeichentrick. Irgendwie war, glaube ich, damals ultra krass, dass man halt da Zeichentrick reingebracht hat in so einen eigenen Realfilm. Ja. Und es gab immer wieder Versuche, es neu aufzuleben. Und es war immer furchtbar. Weil die Stimme nicht gepasst hat, weil der Sprecher verstorben ist. Er wäre tot bei dem Spiel. Und also Hans Clarin. Und dann war das irgendwie, und alle Filme waren irgendwie so riesig, hatte ich das Gefühl. Und jetzt kam eine neue Serie, wo es so ein bisschen mehr down to earth, wie es damals ist. Also so schöne kleine Geschichten. Zumindest mein Eindruck vom Trailer. Ja, schön und nostalgisch. Genau, ja. Und es kommt jetzt eine Serie raus und die ersten drei Filme sind ab heute im Kino. Und ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt. Heute ist Pumuckl-Tag. wollen wir noch bei einer Person schauen, ob sie noch gibt? Und dann... Und zwar Michael Douglas. Wow, der sieht aus wie ein lebendig. Geist, wirklich. Macht der nicht Parfüm? Kann sein. Douglas, also kann wirklich sein. Ich glaube nicht. Also ich kann mir denken, dass jemand ihn anfragt dafür, aber er hat glaube ich, nicht sein eigenes Parfüm. Okay. Ich finde, er sieht so schick aus, er könnte seine eigene Parfümmarke haben. Ja, aber er sieht auch ein bisschen tot aus. What? Ja. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Geist. Er ist noch lebendig. Oh, es ist Be-Real-Zeit, das ist ja fantastisch. Happy Be-Real. Kannst du Be Real? Ja, ich kann Be Real. Ja, wir müssen Be Real zusammen machen, Freunde. Achso. Be Real-Zeit ist. Ist heilig wichtige hier. Zeit. Heilig für bestimmte Leute. Für mich auf jeden Fall. Stimmt, du hast ja kein Be Real, Nina. Oh nein. Aber du kannst auf Be Real auch jetzt mit mir in meinem Account präsent sein. Bei mir ist nichts, Simon Fischer. Ja, aber ich habe noch nichts. Ah, ja, dann. Oder hat er uns geprankt? Auch nichts machen. Machen wir ein Be Real und zeigen dann Behind the Scenes hier? Ja, es wurde vorher hier angekündigt. Schon ich angesprochen, noch wenn Bibi-Zeit ist, dann müssen wir sofort. Können wir das tote lebendig dann wecken? Ja, ich fotografiere es nicht. Können wir das noch auflösen? Ja. Lebendig, ja. Sieht okay. Auch gut aus. Wir machen ein Bibi zusammen. Warte mal, das ist aber kein Be-Real dann. Doch, ich bin doch in der Zeit. Achso, okay. Geil, zeig mal. Ich muss sehen, was der Hintergrund. Okay. Sehr gut. Ihr sehr seht schön alle geworden. Super aus da hinten. Ja, und wir beglückwünschen Michael Douglas zum noch bestehenden Leben. Und wir bedanken uns bei dir, dass du bei uns zu Gast warst. Ey, danke, dass ich hier sein durfte. Was machst du jetzt bei den Medientagen noch? Wo geht's jetzt hin für dich heute? Weil morgen Panel, was machst du heute? Heute schaue ich mir Panels an. Cool. Gibt es irgendwas, auf was du dich besonders freust heute noch? Eigentlich auf alles. Also ich finde, alle Panels sind halt super interessant, weil einfach auch viele Leute, die ich kenne, auch über Sachen reden, die über die wir normalerweise nicht so reden. Und deswegen ist super interessant. Ja, dann ganz viel Spaß dir. Ich freue mich jetzt Dankeschön. Tatsächlich. Ich finde, hier riecht es überall nach Popcorn. Und ich verabschiede mich hier bald auch aus dem Twitch-Studio und dann gehe ich das Popcorn suchen. Perfekt, ich muss auch noch was essen. Okay, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass du uns was über Anime und Film erzählt hast. Ich check Anime jetzt. Auf jeden Fall. Und voll, wir können uns zusammen freuen mit allen Menschen, die noch lebendig sind. Das ist doch auch was wert. Danke dir. Schön, schön dass du da warst. Ciao.